Hallihallo, hallo. Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online, einem kleinen Free-to-Play-Spiel. Und ich bin wieder am Start mit dem. Nee, Quatsch. Und wieder mit am Start ist der Revano LP. Ja, hallöchen. Und der Hardscope HD. Moin. Hey. Jo, ich hab wieder mal den Anfang total verkackt, aber das macht er. Ja, du bist von der Brücke gefallen, ne? Nee, ich hab ja alles runtergeschmissen gerade mit meinem. Okay. Wir sind jetzt sozusagen, ihr seht jetzt hier links oben, Hardscope HD, Revano LP, also bei Revano steht da jetzt da natürlich Onkel und da, ne, also wir sind jetzt zusammen in einem Team, nur mal ganz kurz für den Hinweis, die das Spiel auch spielen wollen, ihr geht hier drüben, ihr müsst hier drüben auf diese kleinen Männlein da oben gucken, rechts neben der genau, Karte. Genau, Soziales. So, und hier könnt ihr Freunde einfügen, denn diese Typen sucht ihr, also eure Typen Freund da, eure Freunde. Und dann müsst ihr diesen, ihr habt entweder per E-Mail so einen komischen Dings bekommen, wie ihr hier seht. Wenn ihr das Fenster hier weitermacht, seht ihr diesen langen Namen und den müsst ihr suchen. Den habt ihr mit der E-Mail wieder bekommen oder ihr schreibt einfach hier unten links in den Chat mal irgendeine Nachricht und dann seht ihr da unten den kompletten Namen von euch. Und somit genau, könnt ihr euch suchen, LP, Raute. Und dann könnt ihr euch ins Team einladen. Und ja, das wollte ich bloß mal kurz hinweisen, weil manchmal ist es doch ziemlich beschissen bei ach, solchen Spielen. Was denn? Jetzt habe ich mein Ding weggemacht, mein Fenster. Ja, ja, das kein kannst Problem, du rechts das ist unten kannst in der... Ja, ja. Genau. Ah ja, kein Problem habe ich auch gerade gehabt. Genau. Genau, und wenn ihr es wegklickt, habt ihr hier unten rechts unten, könnt ihr dann wieder das Fenster öffnen. Boah, ich bewundere gerade mein Raumschiff, ist so geil. Okay. Ja gut, dann haben wir das und dann haben wir noch Beförderung bekommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal alles durch und dann fangen wir doch mal an oben mit Leutnant 3. Da ist so ein kleines Fenster, das blinkt, ja. Da klicken wir jetzt nochmal drauf. Genau. Perfekt, da haben wir jetzt Revano LP. Das sind jetzt nur wir. Das bedeutet... Wir können ja jeden einzelnen mit Sachen, mit Fähigkeiten ausrüsten noch, ne? Also es ist sehr, sehr groß. Wir machen jetzt erstmal nur uns. Das heißt, wenn ihr auf euren Namen geht, ja, wo denn? Die gehen. Hm? Ich bin jetzt oben auf Leutnant 3 gegangen. Nee, ja. Nee, geht mal. Du hast gesagt, wir sollen auf Leutnant 3 gehen. Genau. Ja, da rechts daneben, das kleine Fenster, was blinkt. Klein, ja. Ah, ja. Ah, genau. Okay. Mhm. Da, und dann seht ihr schon, genau. Da habt ihr euren Namen, darunter USS Revanus, das ist immer euer Schiff unter euch, und dann kommen die Offiziere, die ihr dann hinterher auch noch trainieren könnt. Aber das gehen wir gleich. Erstmal euch. Ihr seid taktische, also ihr habt jetzt hier Raumfertigkeiten, ihr seid jetzt auf Fertigkeiten drauf, ne? Genau. Da habt ihr doch jetzt hier zum Beispiel, ich sag jetzt nochmal Angriffsmuster, Raumwaffentraining, und dann habt ihr so einen kleinen Pfeil, wo ihr nach rechts drücken könnt, richtig? Ja. Ja, ich denke mir mal, das Angriffsmuster ist bestimmt das, was du vor uns gesucht hast. Wo du die zwei Sachen, ja, wo du dann den Torpedo mit dem Laser verbinden kannst. Achso, nee, das sind Fähigkeiten, die zum Beispiel, ich lese es mal ganz kurz vor, verbessert Angriffsmuster und das heißt das Manöver. Das heißt, wenn ich jetzt angreife, kann ich mich besser bewegen und stärkt. Und darunter ist einfach nur die Waffenstärke. Also das ist jetzt nicht die Einstellung, wo alles gleichzeitig schießt. Das sind einfach nur, um deine Systeme zu verbessern. Ja, ist auch nicht schlecht, ist schon gut gedacht. Also zum Beispiel haben wir taktische Systeme, heißt im Endeffekt mehr Schaden an Waffen und Torpedos. Dann technische Systeme, Antrieb, Schiffsbatterien, das heißt schneller heilen, da steht jede Menge dazu. Da könnt ihr euch jetzt einlesen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt so machen, weil das ist echt komplex. Ja, wenn du es weißt, kannst du es ja sagen, kurz, was es ist, weil wir wollen es ja gerne auch wissen und wir wollen aber nicht so viel lesen. Verstehst du? Ja, also gut, das ein bisschen muss ich auch. Also, okay, das Angriffsmuster ist also Angriffsmanöver. Das bedeutet Angriffsmuster Alpha, Beta, Delta, Omega. Das sind jetzt zum Beispiel, sag ich mal, diese Fähigkeit verbessert die Raumschiff-Angriffsmuster. Je höher die Fähigkeit ist, umso besser die Wirkung der Angriffsmuster. Wenn du dann Angriffsmuster fliegst, bist du halt stärker. Ist okay, ist aber im Moment nicht ganz so wichtig. Für dich ist wichtig. Das ist für jeden eigentlich ganz wichtig: Raumwaffentraining. Verbessert Raumschiff-Waffenschaden. Da könnt ihr alle schon mal voll machen. Drückt mal dann nach rechts, dann seht ihr drei grüne, drei gelbe und drei rote. Habt ihr das? Mhm. Sollen wir es jetzt komplett voll machen? Genau, das macht ihr jetzt komplett voll. Okay. Und dann habt ihr hier, seht ihr dann rechts daneben, das grüne gibt plus 18 Bonus pro Level, das gelbe plus 10 Bonus pro Level und das rote nochmal plus 5 pro Bonus Level. Also es hat schon richtig, haut das rein, wie das mit den Zahlen alles zusammenhängt, das hat auch was mit der Crew zu tun und. Das Wichtigste ist nur, dass ihr habt jetzt, wenn ihr jetzt mal guckt, habt ihr, wenn ihr das reingesetzt, habt ihr zum Beispiel das nächste Feld, könnt ihr nichts anklicken, richtig? Nee. Ja. Da habt ihr jetzt 9000 Punkte von 93.000 Punkte. Habt ihr das auch, ne?
9000 von 300? Da steht Leutnant, ja, so, da ja, Leutnant ja, Commander, ja. Genau. Und wenn also, ihr jetzt okay. Macht mal ein Feld weniger, dann seht ihr, habt ihr nur noch 8000, ne? Ja. Genau, das bedeutet, wenn wir jetzt diese Punkte, jetzt, sag ich mal, Antriebsspule und überall alles reinhauen, wenn wir dann hinterher 93.000 Punkte zusammen haben, steigen wir im Rang auf, dann sind wir Leutnant Commander. Dann können wir auch neue Sachen freischalten, zum Beispiel Schiffsprojektilwaffen und so weiter. Verstanden? Ja, ja. Alles klar. Gut, jetzt also, wir haben auf jeden Fall Raumschiffwaffen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen. Du bist Taktik, ne? Wer ist du? Hardscope, ne? Hardscope. Du hast den taktischen Offizier genommen, ne? Ja. Du kannst auf jeden Fall Angriffsmuster auch voll machen, das obere. Okay, also kann ich ja da mitmachen. Kann ich nicht. Nee, du bist Technischer, du bist Technik gegangen. Nee, ich bin Taktik. Ne? Na Quatsch, Wir sind beide, wir sind doch beide Taktik. Oder nicht? Also ich bin technischen Offizier gegangen. Das war der erste obere. Ich bin auch technisch gegangen. Du bist auch technisch. Dann ist nur der Onkel Moment. Taktisch, ne? Ich bin auch taktisch. Das erste, also als erstes steht bei mir taktisch. Wo man aussuchen konnte. Habe ich ganz untere genommen. Der Rivan und genau, und das war taktisch. Und das ganz obere war technischer Offizier. Was hast du da genommen, Hardscope? Am Anfang, wo du auswählen konntest. Ach so, warte mal, wir sind doch blöd. Das steht doch da. Du bist ein taktischer. Weil ja, wenn ich nämlich angucke. Oben genau, das bei sind, Verbündeten. Das sind die Zeichen. Genau, ihr seid rot. Und bei mir, genau, also ich müsste gelb sein, ne? Genau, ich bin taktisch. Ja, also ja ihr ich, beide seid. Ja, muss ihr ich beide das machen, könntet, was du ihm sagst. Genau, also ihr beide seid Angriff. Das heißt, ich bin der Tank und ihr beide macht Schaden. So, jetzt haben wir es. Alles klar, Angriffsmuster haut ihr auch voll. Auf jeden Fall. Geht bloß bis zum gelben Balken. Okay, dann seid ihr. Ja, okay. Waffentraining voll passt. Dann, jetzt muss ich mal schnell gucken. Dann gehst du doch unten ein bisschen zurück, oder? Bei den Raum. Ja, ihr könnt beides, Schaden auf jeden Fall ganz hoch. Das andere ist nicht so wichtig. Erstmal Schaden. Ihr müsst ja erstmal Schaden austeilen. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich will Schildermittler haben. Diese Fähigkeit verbessert alle Fertigkeiten zur Schildreparatur von Raumschiffen. Oh ja. Genau, das geht bis zum gelben 1. Perfekt. Und dann, ganz wichtig, ihr müsst akzeptieren unten, sonst ist alles wieder weg, ne? Ja, aber es geht ja noch weiter hier unten. Ist ja, noch ja, Boden. Ja, ihr habt Bodenfertigkeiten, genau. Da könnt ihr euch jetzt, das ist einmal Vernichtung steht bei mir und das andere sind Waffenkenntnisse. Habt ihr beides wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja. Granaten und Waffenkenntnisse. Genau, ich mache jetzt erstmal das untere. Das untere ist nämlich, da gibt es nämlich nur zwei kleine und das ist halt alles, was mit Laserwaffen zu tun hat. Okay, gut. Weil im Endeffekt kämpfen wir erstmal viel mit Laserwaffen. Das andere explosiv. Genau, akzeptieren. Perfekt, dann haben wir das, dann haben wir das schon mal. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Revanus-Fähigkeiten. Also das ist die ja. Ja, also euer Schiff. Da tut sich jetzt aber gerade nichts, ne? Nee, da bin ich immer noch im gleichen Menü. Genau. Ruf, das ist da, okay, Status. Genau, da, ihr geht jetzt bitte auf euer Schiff und klickt mal Status an. Ja. Dann drückt ihr auf die I-Taste. Du gehst auf der linken Seite auf den Schiff und dann hast du oben nochmal ein Menü und da links Status. Genau. Bist du da drauf? Du gerade in dem, wo du gerade drauf warst, auf den Leutnant, das kleine Männchen, da war ja. Das ist bei mir aber aus. Achso, das hast du komplett weggemacht. Ja, dann, warte, ich guck mal ganz kurz, das war die U-Taste. Drück mal bitte U. Ah. Genau, und jetzt gehst du auf dein Schiff, USS Pimmelkröte. Kuppe. Genau. Dann drückst du auf dein Raumschiff und oben auf Status. Hast du das soweit? Ja. Jetzt habt ihr Bugwaffen. Jetzt seht ihr hier oben die Bugwaffen, die Deflektor, Impuls, Warp, Schilde, Achternwaffen, Geräte und das haben wir noch alles frei. Richtig? Genau. Geräte, Technikkonsolen, wissenschaftliche Konsolen und taktische Konsolen. Genau, perfekt. Und jetzt klickst du unten Inventar an oder drückst die I-Taste. Ah ja. Und jetzt haben wir nämlich noch einen, den können wir mal kurz nach unten ziehen. Ein Phaser Strahlenbank MK1 ist nämlich grün und wir haben nur Standard drin. Und die macht die hat ein Schussfeld von 250 Grad und die macht auf ein Ziel 160,2 Phaserschaden. 128 EPS zusätzlich. Und alle möglichen Kräfte. Können wir jetzt auf die Bugwaffe oder auf die Achternwaffe? Ich würde sagen auf die Bugwaffe, also alles, was nach vorne ist. Ja, man kann doch hier alles austauschen, Moment. Ja, aber Achternwaffen ist hinten. Das heißt, aber du greifst ja auch nicht so oft von hinten an. Ja, ist egal, aber ich kann doch hier alles austauschen. Ist doch ja, wenn du mehrere Sachen hast, ich habe nur zwei Sachen gefunden, zum Beispiel. Eben, zwei Sachen und die kannst du doch austauschen. Ja, klar.
Du musst gucken, ob es besser ist. Ne? Manchmal sind die Teile auch schlechter. Gut, jetzt werden sie beide besser sein. Aber im Laufe der Geschichte werden wir ganz viele Sachen finden und du musst natürlich gucken, was besser ist. Wenn du draufhältst, ist es genau wie bei Diablo der Vergleich. Der eine macht 8,2 Fluggeschwindigkeit, den ich jetzt drin habe, hat 7,5. Das heißt, ich nehme natürlich den mit 8,2. Zack, dann klickst du Doppelklick drauf, dann rüstet der automatisch aus. Dann musst du auch nicht suchen. So, okay, und was machst du mit den zwei Sachen? Kann ich die verkaufen oder was? Die kannst du in den Replikator stecken. Und zwar unten steht Replikator. Ja. Und dann müsste es eigentlich weggehen, oder? Oder wie haben wir das? Ich meine, das müsste eigentlich mit Replikator weggehen. Dann wird hier aber irgendwas geöffnet. Frequenzmodulator 0. Ach, recyceln. Dann geht er auf recyceln. Na, aber nicht lieber verkaufen. Kann man das Zeug nicht verkaufen? Das geht auch, aber es ist nichts wert. Guck, da unten steht 0 Credits wert. Nur der Phaser und so, die sind wert. Also das ist Quatsch, das kannst du auch nicht verkaufen. Das haben die extra gemacht. Ist halt nichts wert. Kannst du weghauen. Kriegst du dann Ressourcen dafür. Okay, hab's recycelt. Ich hab keine Ressourcen dafür bekommen, aber okay. Ja, also 133 Credits würden wir bekommen, wenn wir jetzt einen Phaser recyceln. Ach du Scheiße, jetzt hab ich das Falsche recycelt. Ich weiß nicht, ob du es noch zurückholen kannst, müsstest du mal gucken. Dann kann man noch weitere Plätze kaufen. Den Phaser könnt ihr euch auch reinmachen. Da klickt ihr einfach Revano an. Euren Namen und dann habt ihr auch bei Status Körperkit und da könnt ihr auch Sachen reinpacken. Und der Phaser ist nicht besser. Mein gelber Phaser ist besser. Ja, also passt. Okay, dann siehst dann, du, dass der besser ist. Wenn du drauf hältst, genau, dann siehst du deinen Phaser, der ist grün, ja, okay, der macht einen, da sieht er, der hat so einen Standardschaden. Aber der ist immer noch besser als meine Pistole, von daher nehme ich lieber die beiden Waffen rein, also die beiden Phaser rein. Kannst du doch wechseln. Ich habe Scharfschützengewehr drin. Ja, das habe ich und auch. Den Phaser, und den Phaser habe ich gar nicht drin. Und ja, kann man schon beides reinsetzen, passt schon. Und die scheiß Sekundärwaffe ist ja Quatsch, ja. Du kannst ja weg. Ja, ja, stimmt. Okay, dann haben wir noch die Elisa Flores, taktischer Brückenoffizier der Sternflotte und grün. Also die ist schon etwas selten und der Zava, der ist grün. Jetzt gucke ich gerade Fähigkeiten. Die haben nämlich auch Fähigkeiten. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Lernen, setzt entsprechende Lehrbuch frei. Ach, denen kann man auch Waffen geben, okay. Genau, das sind deine Leute, die kannst du auch genauso trainieren, die nimmst du auch mit runter, aber wenn wir ein Team sind, glaube ich, gehören die nicht dazu. Dann hast du auch über dein Schiff, genauso wie bei Diablo, wo alles drin steht, was du kannst, Widerstände. Ich glaube eher, dass ich diese Fertigkeiten von diesen Figuren selber. Ach nee, hier. Klicken Sie auf Hilfe, um ein kurzes Tutorial zu sehen. Nee, habe ich nicht. Nee, brauchen wir nicht. Ja, du kannst Sachen lernen. Aber das haben wir noch nicht. Das wird auch nachher nochmal gezeigt, wenn das offen ist. Das ist im Moment gar nicht so wichtig. Das würde ich sagen, reicht erstmal. Wir sind jetzt gut ausgerüstet. Das Einzige, was mich halt die ganze Zeit noch juckt, ist, wie kann man das einstellen, wenn wir jetzt Escape drücken auf Optionen und dann sucht mal bitte mit bei Steuerung, dass wir automatisch alle Waffen abfeuern auf der Leertaste. Das machst du doch bestimmt nicht bei der Steuerung. Also, ich weiß, dass das geht. Tastenfunktion bestimmt. Tastenfunktion, okay, da haben wir was. Okay, jetzt. Leertaste haben wir. Fire all Phasers. Fire all Torpedos. Wenn ich da jetzt auf Strings und Leertaste... da geht aber nur einzeln, das ist aber scheiße. Ah, Fire all Weapons, da haben wir es doch. Leertaste, perfekt. Hast recht, Tastenfunktion... ihr geht jetzt auf Tastenfunktion. Ja, hier, genau, ganz unten. Und da kannst du Leertaste reinmachen. Dann okay. Wenn du jetzt Leertaste drückst, schießt du alle Waffen ab. Perfekt. Okay. Das wollte ich doch wissen. Hast recht. Alles gut. Ihr seid die Kings. Gut, dann würde ich sagen, rufen wir die US Kimoto. Wir machen die Mission noch. Alles klar. Und dann suchen wir uns. Ich glaube, die müssen wir machen. Da kommen wir noch nicht raus. Genau. Warte mal ganz kurz. Ja. Ich trinke kurz einen Schluck und ja, kann ja einer mal vorlesen, was die gesagt alles hat. Alles klar, ich lese in der Zeit mal vor. Wir sind hier, Captain. Die USS Kitomea ist vor uns und die Rambo... Oh Gott, Renault neben uns. Unsere Befehle lauten, mit der Kitomea Kontakt aufzunehmen und herauszufinden, warum sie nicht auf unsere Rufe reagiert. Exzellent. Setzen Sie einen Kurs zur Kitomea.
Ja, ich werde jetzt, ob jetzt nur noch so Reno und Kito und so kurze Abkürzungen machen von ja. Namen, weil das echt Zungenbrecher sind ja die komischen alles Außerirdischen. Klar. Wie kann ich denn überhaupt mit Tastenkombination Gas geben? Warum muss ich denn immer da unten drauf drücken? Du kannst E drücken zum Gas geben und Q zum Bremsen oder du klickst auf den Pfeil. Ja, also ich flieg jetzt mal Richtung Kito vor. Genau. Mit E, Vollspeed. Und wenn du doppelt drückst, dann machst du hinterher deinen Turbogang an. Ach du Scheiße, es war zu schnell, jetzt fliege ich drüber. Oha, bremsen. Uff. Die ist ja okay, echt nur, einem, die ist ja nur okay, ein Meter weg. Ich rufe gerade, statisches Rauschen. Booste sie das Signal einmal durch die Statik. Yes, sir. Bam. Understood. Also, die Änderungen werden circa 15 Sekunden benötigen. Achso. Understood. Ist natürlich nicht alles übersetzt worden. Captain Foglock und Captain Taggart, was machen Sie beide hier? Nicht Captain Taggart, Sir. Ich bin Commander der Pimmelgruppe. Captain Foglock gab mir den Auftrag, mit ihm zu eurem Standort zu kommen. Oder lassen Sie Captain Foglock die Situation erläutern. Ja, hab auch beides. Ich würde sagen, wir lassen erläutern, oder? Ja. Ja. Klick und Hardscope ist dran mit Lesen. Nein, du bist dran. Achso, ja. Wir haben versucht, sie zu erreichen, um ihnen mitzuteilen, dass die Reno die Kadetten zum Raumdock der Erde zurückbegleiten wird. Aber wir konnten keinen Kontakt zu ihnen herstellen. Ich dachte, wir sollten dem nachgehen. Fortfahren. Aha. Ich kann nur sagen, dass ich erleichtert bin, sie beide zu sehen. Ich bin der Ansicht, dass die Störung unseres Kommunikationsverkehrs mit den seltsamen Frequenzen da draußen im Zusammenhang stehen. Wo ist Captain Taggart? Erklären Sie, was Captain Taggart und der Hardscope HD zugestoßen ist. Lassen Sie Captain Foglock die Situation erläutern. Wir erklären, oder? Er hat uns ja eine Frage gestellt. Wir erklären selber. Was? Bam. Was? Das obere. Ah, ich hab's untere gedrückt. Okay, warte, lese ich mal schnell meins durch. Diese Kadetten sind unglücklicherweise in einem klingonischen Hinterhalt geraten. Captain Taggart ist tot und das Schiff ist unter Kommando von Kadett Onkel. die Reno hat sie zum Raumdock der Erde begleitet, aber als wir die Kidomer nicht anheben konnten, hielt ich es für zwingend, unseren Kurs anzupassen und die Situation zu untersuchen. Captain Yim, wie ist Ihr Status? Hören Sie Captain Yim zu. Genau, und wir haben da stehen. Steht irgendwas mit Anomalien bei dir? Nee. Dann rede ich mal weiter. Die Anomalien in diesem System beunruhigen mich sehr. Ebenso die Tatsache, dass uns nicht mit den Langstreckenkommunikationen erreichen konnten. Am besten, wir gehen systematisch vor. Wir haben bereits 9 Sonden gestartet. Nun, da wir aktiv sind, können wir einen tiefen Scan der Anomalien durchführen. Wenn alle 3 Schiffe Daten sammeln, sollten wir schnell fertig werden. Sobald alle Scans abgeschlossen sind, können wir die Reno die Daten zur Analyse übermitteln. Irgendwelche Fragen, Kadett? Daten sammeln. Keine Fragen, Sir, oder? Keine Fragen, Sir, meine Crew schafft das. Keine Ahnung, jetzt habe ich wieder Auswahldinger. Bei uns steht nur anhören. Ja, ich lese kurz vor. Ja, du hast ja was anderes genommen als wir. Bemerkenswerter Bericht, Kadett. Captain Targets Tod ist bedauernswert. Er war einer der besten Offiziere der Sternflotte. Das ist sicher nicht einfach für Sie und Ihre Crew. Kadett, wir werden Sie auf dem schnellsten Weg zurück zum Raumdock der Erde bringen. Anhören, klicken wir jetzt drauf. Die Anomalien in dem System beunruhigen. Das hast du jetzt gerade vorgelesen, ne? Das kann sein, ja, klar. Ja, das ist das mit den Langstrecken. Machen wir einfach weiter. Und jetzt kommen Daten sammeln. Hast du das auch? Grün, Daten sammeln. Ja, ich bin jetzt schon raus, ich bin jetzt hier links, ja. Ich bin wieder machen wir einfach keine Frage, Sir, ne? Wir machen keine Frage, Sir, oder? Ja, ich habe keine Frage, Sir, gemacht, genau. Hatsko, bist du noch da? Ja. Okay. Bist du auch schon am Fliegen? Ja, ich fliege gerade los. Ah, wir können Energielevel erhöhen noch. Okay, das brauchen wir jetzt aber nicht. Achso, das soll ich jetzt machen. Okay. Wir müssen unser Energielevel erhöhen. Habt ihr das gesehen? Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja. Und jetzt muss ich durch den geilen Nebel fliegen. Und scannen. Waffen? Schilde? Hä? Da ist was Grünes. Da bin ich jetzt aber vorbeigeflogen. Wir müssen in den Nebel reinfliegen und das ganze Zeug scannen.
Okay. Ich fliege gerade. Keine Ahnung, was ich hier erhöhen soll. Erstmal in den Nebel reinfliegen. Okay, ah, blinkt, bei mir. Da blinkt jetzt was. Bei mir spricht schon wieder einer. Nee, Anomalien geht nicht. Was hast denn du jetzt gemacht? Ich? Nee, der Hardscope. Das ist bei dir. Ah, der Punkt Alpha scannen, ne? Genau, man muss Punkt Alpha und Punkt Beta scannen. Und also einfach durch den Nebel fliegen und irgendwann steht da scannen und dann muss man die beiden Punkte scannen und dann spricht der Captain Jay Jim wieder mit einem. Mhm. Also Onkel, das sind so kleine Nebel, da fliegst du einfach rein ohne irgendwas. Bei den Verbündeten oder was? Genau. Und dann steht da automatisch ein Feld wieder. Scannen. Ja, Punkt Beta scannen. Nee, bei mir scannt hier gar nicht. Hast du so grüne Kreise auf der Karte? Derp, ich fliege völlig falsch. Genau, jetzt labert der Typ wieder mit uns. No. Der Captain Chain. Mal warten wir eben, bis er soweit ist und dann. Ich soll in jeden Nebel reinfahren oder was? Nee, du hast nur zwei grüne Kreise drauf. Das ist einmal Punkt Alpha und einmal Punkt Beta. Ah, ich sehe es gerade, das Blinker dort. Genau. Reports indicate traces of gamma radiation. Ja, es war gerade wieder Techno Party. But there's something off in the readings. Ja, seid nicht so still. Techno Party. Wie weit bist du, Onkelchen? Ich flieg gerade in den zweiten Nebel. Sehr schön. Revano, kurze Frage, ne? Yeah. Ich habe ja da unten links meine Anzeigen. Meine vier Stück. Genau. Neben dem Schiff. Da steht jetzt bei mir, bei den obersten, das sind die Waffen, das da unten drunter sind die Schilde. Da steht jetzt bei mir 55. Ist das jetzt meine Anzahl an Crewmitglieder? Ach, Crewmitglieder. Das sind deine Crewmitglieder. Du kannst zum Beispiel deine Waffen erhöhen. Okay. Und dann geht die Crew halt da rein und hast da halt mehr Schaden und geht mehr auf Angriff. Genau. Du kannst es auch auf, es gibt Angriff, Verteidigung, ich glaube Geschwindigkeit und ausgeglichen gibt's. Genau, weil bei Antrieb zum Beispiel habe ich jetzt 155 in den. Und dann kannst du irgendwas auch speichern, genau. Du hast oben drei Werte, da kannst du drei verschiedene Werte anklicken. Genau, und wenn du dann deine Geschwindigkeit erhöhst, sollten wir ja machen, dann hast du da 100 von 50, ne? Genau, und das andere hast du alles 5 von 50, richtig? Ach, ich hätte die Geschwindigkeit erhöhen müssen? Ja. Mhm. Du klickst einfach auf die drei, auf diese über der Wasserwaage, sind so Felder. Und da kannst du dann alles größern. Siehst du eine Wasserwaage, Alter? Direkt über die Anzeige Attacke 50... von 50 oder 5 von 50, was du da stehen hast. Ganz rechts da das Symbol, ausgeglichen, das ist eine Wasserwaage. Und links daneben sind so Felder. Genau, und? Da kannst du das Ganze umstellen. Hast du den Nebel, Onkel? Naja, ich bin schon hier am Quatschen. Achso, ja. Achso. Ja, auch. Okay, wer war dran? Ich glaube, ich habe als letztes vorgelesen. Ja, dann ist Onkel dran. Hier spricht die Kitomea, registrieren Sie die gleichen Gamma-Strahlungswerte wie wir? Es hat den Anschein, als ob unsere normalen Scans und nicht die von uns benötigten Messwerte liefern. Wir haben dasselbe Problem erkannt. Wie können wir unsere Ereignisse verbessern? Und ich habe auch nur ein Feld. Achso, okay. Kannst du genau, das andere anklicken? Das nein, das könnte das Wissenschaftler. Ja, genau. Perfekt. Bam. Mein leitender Wissenschaftsoffizier Commander Davis schlägt vor, dass wir einen umgekehrten Pulswellenscan mit einem Tachyon durchführen, um unsere Probleme mit den Sensoren zu lösen. Führen Sie die letzten Scans durch und erstatten Sie Bericht. Okay. Also nächsten Nebel rein. Direkt voraus. Wir sind voll die Nebler. Die Nebulan. So, ich bin wieder drin. Einmal bitte scannen. Punkt Gamma scannen. Oh, das sieht cool aus.
Oh, das fein. Ist Sonde. Oh. Achtung, Leertaste. Ihr habt ja alles umgestellt. Ja. Und wir müssen jetzt, ihr müsst jetzt wieder umstellen, ne? Ah, ich habe ausgeglichen, Gott sei Dank. Weil sonst habt ihr nämlich keine Waffen und so, weil ihr alles reingepackt habt in die Schilde. Wow, was ist, das sind doch die Borgs, oder? Boah. Scheiße. Das waren die Borgs. Leck mich am Arsch. Oh, die scheiße Explosion hat Schaden gemacht. Boah, jetzt. Habt ihr's? Ja, ich hab ihn weg. Ja. Oh, da sind noch mehr. Leute, unser Raumschiff wird angegriffen. Unser Raum. Ja, das sind die Borgs, Leute. Die Borgs Spine greifen an. Da hinten, ja. Krasse Scheiße, die Kituma wird angegriffen. Ihr müsst dann die Geschwindigkeit drosseln, damit ihr wieder schießen könnt normal, ne? Ja. Boah, die scheiß Borgs, du. Leute. Geht denn mit denen? Jawohl, ein Borgschiff ist weg. Ja, ich habe verbesserte Torpedos. So. Ja, eins habe ich auch und das andere auch weg. Bam! Jawohl! Habt ihr irgendwas fallen lassen? Nein. Verbündete zwei. Oh, ich bin so froh, wenn wir uns nachher sehen. So, auch weg. Und das ist das kleinste, schwächste Schiff von denen, ne? Von den Borgs. Aber wenn jetzt eine Borgs-Sonde kommt, dann bin ich gar nicht. Er quatscht einen, habt ihr das auch? Ja, genau. Medizinisch-holographische Notfallprogramm, Hartskopf ist dran. Ich würde trotzdem mal vorschlagen, wir beenden langsam ein Part. Wir sind schon bei 26. Oh, okay, ja, super, gut aufgepasst. Und der Onkel, glaube ich. Ja, Onkelchen. Ach so, war ja, dran. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Kanäle natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Ein Däumchen wäre schön, vielleicht sogar ein Abo wäre auch geil. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank. Bis denn. Ciao. Ciao. Tschüss.